Also, wir sind das Team Nachhaltigkeit. Wir haben ein paar Sachen ausgearbeitet. Unsere bunteste Idee ist diese Mindmap, die bereits im Vorfeld erstellt wurde, wo wir ein bisschen abgezeichnet haben, was alles zurzeit ansteht. Da haben wir unter anderem unsere Vernetzungstreffen mit der Bundesregierung oder dem Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus in der nächsten Woche, sowie Vernetzungspartner. Genau, und was wir auch noch gemacht haben, ist unsere Struktur, die haben wir da ganz nachhaltig und transparent dargestellt. Die haben wir da unten angeführt, da haben wir das ein bisschen aufgeteilt, damit es nicht so ist, dass man zu der Gruppe kommt und dann muss man alles machen, sondern da haben wir einzelne Bereiche abgesteckt, wie zum Beispiel die Betreuer für die Kooperationspartner, wie zum Beispiel WWF und SDG Watch und auch Landesverband Steiermark. Dann haben wir ja, Sachen wie Kommunikation, Finanzen, Projektkoordinatoren und Mitarbeitermanagement. Das ist alles gruppenintern und nicht nach außen. Ja, das war's. Ja, wir haben uns auch den Besuch im Ministerium als unseren mutigsten Punkt herausgefasst. Den haben wir nächste Woche. Da geht es eben darum, Kooperationen auch mit dem Bundesministerium zu schließen und uns auch dort Ideen zu holen. Ja. Und wo wir ganz laut sein werden, wir werden versuchen, möglichst alle Leute mit einzubringen, indem wir zum einen ein Nachhaltigkeitskonzept haben für verschiedene Seminare, also worauf kann man achten, wenn man ein wirklich nachhaltiges Seminar gestaltet, im Sinne von Klimaschutz oder von Verpflegung oder wie sieht das Heimland aus, wie sieht dort das mit dem Wasser aus, mit dem Strom. Da müssen wir es so gestalten, dass wir eine Checkliste haben, was alles erfüllt sein soll. Und da wollen wir es ein bisschen so aufteilen, ja, die einen Sachen sind halt dort vorhanden, an denen kann man nicht so viel ändern, aber es gibt auch sehr viel, was die Leitung des Seminars von sich aus tun kann. Und auf der anderen Seite wollen wir einen Fragebogen machen, sodass wir evaluieren, wo die Gruppen gerade stehen, wo sie hinwollen, was sie bereit sind zu investieren. Und dann können wir nach 10 Jahren schauen, okay, wie viel ist weitergegangen. Und wenn Sie sofort anrufen und gleich bestellen, können Sie ein Nachhaltigkeit